Hallo und herzlich willkommen. Ihr seid richtig hier bei Optionsstrategien TV. Und heute muss ich euch ein Geständnis machen. Ich war vor Gericht. Und um was es da ging und was ich da fürs Trading gelernt habe, das erzähle ich euch im heutigen Video. Also diese Woche ging bei mir gleich recht spannend los, denn ich hatte tatsächlich einen Gerichtstermin. Ich war geladen und zwar nicht als Zeuge, sondern als Angeklagter. Was war passiert? Ist mittlerweile anderthalb Jahr her, war ich tatsächlich mal auf der Autobahn ein wenig zu schnell unterwegs. Sagt zumindest die Messung, die freundlichen Herren von der Polizei da durchgeführt haben, ne? Oder wie man das so schön bezeichnet, die Rennleitung. Und weil es genau an so einer Grenze war, also dass man sagt, ein km/h mehr bedeutet, ich muss 4 Wochen lang Sport machen, nämlich laufen, ein km/h weniger bedeutet, ich komme mit einer Geldstrafe davon, habe ich das natürlich meinem Anwalt gegeben und gesagt, Mensch, kümmere dich doch mal drum. Und der hat das dann jetzt auch entsprechend in die Wege geleitet. So, und das war jetzt total spannend diese Woche vor Gericht, weil das war ja eine öffentliche Sitzung und wir waren jetzt ein paar Minuten eher schon da. Ich bin also mit meinem Anwalt dahin gefahren und wir waren eine halbe Stunde zu zeitig da und da war ja dann waren mehrere Verhandlungen, ging immer um zu schnell fahren, also es war ganz spannend und da haben wir uns einfach mit reingesetzt und haben uns dann die vorherige Verhandlung angeschaut und das war jetzt für mich extrem spannend, weil man sagt immer so schön, mein Anwalt, es ist natürlich nicht mein Anwalt, aber den Anwalt, den ich hier beauftragt habe, den ich schon Ewigkeiten kenne, der ist ein absoluter Spezialist im Thema Verkehrsrecht. Also der macht 90% seiner Fälle betreffen Verkehrsrecht und der macht nichts anderes. Der hat noch eine Partnerin im Büro, die betreut dann so die restlichen Fälle und aber auch da machen die, glaube ich, die machen dann nur noch Steuerstrafrecht, sonst nichts. Aber er als Person macht ausschließlich Verkehrsrecht. So. Und deswegen ist er da auch wirklich extrem gut, komme ich aber gleich nochmal drauf. Die Verhandlung vor uns ging es ebenfalls um ein zu schnell fahren. Und da kam halt dann dieser Anwalt und also der andere Anwalt und der hatte, das war so einer, das sage ich jetzt mal, es klingt so ein bisschen despektierlich, so ist es auch gemeint, so ein typischer Wald- und Wiesenanwalt. Ne? Also einer, der alles macht, der alle Fälle übernimmt und im Grunde keinen Plan hat. Und das hat man auch gemerkt, denn der setzte sich dann hin, der Richter fragte, wo ist Ihr Mandant, der war ja geladen. Und der Anwalt sagte, Herr Vorsitzender, ich beantrage für meinen Mandanten, dass er nicht erscheinen muss. Er hat das natürlich noch ein bisschen schöner formuliert, als ich das jetzt sagen kann, aus den und den Gründen. So, dann nahm der Richter die Akte, blätterte die durch und sagte, wo ist denn Ihre schriftliche Vollmacht des Klienten? Und da sagte der Anwalt, ist die denn nicht dabei? Nee, die ist nicht dabei, hat der Richter gesagt. So, jetzt fing der an, der Anwalt, und blätterte da in seinem dünnen Mäppchen, was er da dabei hatte, blätterte dann durch und sagte dann so, na, scheinbar gibt es die nicht oder haben wir vergessen. Jedenfalls hin und her, und der Richter belehrte ihn dann, dass er also zwar angezeigt hat, dass er den Mandanten vertritt, aber wenn es um solche Entscheidungen geht vor Gericht, dann muss er zwingend eine schriftliche Bestätigung vorlegen, dass er als Anwalt diesen Mandanten überhaupt vertreten darf. Und das hatte er eben nicht gemacht. Was kam raus? Der Richter hat damit den Antrag, den er gestellt hat, also dass der Beschuldigte vor Gericht erscheinen musste, das hat er nicht, oder nicht erscheinen musste, dann hat er abgelehnt und hat dann auch gleich das komplette Verfahren, den Einspruch abgelehnt, weil er gesagt hat, hey, Sie dürfen den ja überhaupt nicht vertreten, wenn Sie keine Vollmacht haben. Sie haben das verpasst, ist eben ein technisches Problem. Haben Sie Pech, haben Sie jetzt an der Stelle, müssen Sie mal dann jetzt erzählen, warum Sie jetzt hier verloren haben, Sitzung geschlossen. Bums, in 5 Minuten abgehakt und er ist halt mit ziemlich saurer Miene dann aus dem Gerichtssaal verschwunden. So,
Dann waren wir dran und da mein Anwalt, wie gesagt, ein wirklicher, absoluter Spezialist ist, war der natürlich auch in diesem Fall extrem präzise vorbereitet. Das heißt, da war natürlich nicht nur, dass alle Unterlagen da waren, sondern der hatte auch einen Ordner mit Gerichtsurteilen in ähnlichen Fällen. Da geht es ja immer dann darum, ist das Messgerät richtig eingestellt, da werden ja Gutachten gemacht und so weiter. Ne? Also ich habe eine Rechtsschutzversicherung über den ADAC, die bezahlt das alles. Und jedenfalls, der war also präzise darauf vorbereitet und wusste also ganz genau, um was es da geht, hatte sich auf jede Eventualität vorbereitet und hat dann dementsprechend auch hier am Ende ein gutes Urteil für mich herausgeholt, weil der Richter natürlich auch gemerkt hat, hey, da sitzt jemand jetzt da, der weiß ganz genau, um was es geht, die kennen sich auch alle untereinander, ne? Und die haben das dann sehr bestimmt, aber freundlich miteinander besprochen. Der Richter hat alles vor und abgewegt und hat dann im Endeffekt entschieden, hip, hip, hurra, der Jens muss nicht laufen. So, und ich habe mich natürlich auf der einen Seite gefreut, aber ich habe natürlich auch was extrem Wichtiges wieder gemerkt oder gelernt oder bestätigt bekommen, was auch im Trading zutrifft. Und zwar, die meisten Trader an der Börse sagen oder beginnen mit irgendeiner Strategie, ne, und sagen, okay, ich lerne jetzt irgendwas. Daytrading, Aktienhandel, Optionshandel, was auch immer. So. Und sobald sie das ein bisschen begriffen haben, sind sie schon aber auf der Suche nach einer weiteren Strategie. Warum? Weil sie sagen, naja, da kann man ja auch ein bisschen Geld verdienen. Ne? Also wenn ich so ein bisschen Optionen verkaufe, dann kann ich ja Geld verdienen. Und wenn ich aber zusätzlich meine Gelegenheit sehe im Daytrading, weil da habe ich gerade einen tollen Chart gesehen, da hätte man doch hier 500 Punkte im DAX mitnehmen können, da muss ich auch noch Daytrading lernen. Und es ist natürlich auch nicht schlecht, langfristig zu investieren, um Dividenden zu bekommen. Und das mit den Fibonaccis im Forex-Bereich ist auch eine ganz tolle Sache. Ihr wisst, was ich meine. Das heißt, wenn man sich so vorstellt, es gibt so verschiedene Punkte, auf die man sich spezialisieren kann, dann sind die meisten eben nicht bereit zu sagen, ich spezialisiere mich auf einen Punkt und werde darin ein richtiger Experte, sondern sie versuchen auf allen Hochzeiten mitzuspielen, weil überall gibt es ja was zu verdienen und enden dann im Endeffekt genauso wie dieser Wald- und Wiesenanwalt, nämlich sie sind zwar, der war zwar Anwalt, aber im Grunde genommen hat er natürlich kein gutes Ergebnis erzielt für seinen Mandanten und dementsprechend hat er eben auch kein Geld verdient. Woher ich das weiß, da muss ich nur mal die Autos der Anwälte vergleichen. Ne? Ist halt schon ein Unterschied, ob du da irgendwie so einen 10 Jahre alten Golf fährst oder ob du als Anwalt eben vielleicht einen kleinen Zuffenhausener Sportwagen fährst. So, und Oberflächlichkeiten, aber es ist natürlich so. Ich habe mich dann auch mit einem Anwalt unterhalten, der sagt, ja klar, ganz viele Anwälte verdienen kein Geld. Sag ich, was ist denn der Grund? Warum verdienst du viel Geld? Weil der verdient wirklich viel Geld, mit dem im Grunde eigentlich ein blöden Thema. Ne? Sag ich, warum verdienen die anderen keinen? Dann sagt er, Spezialisierung. Sagt er, weißt du, ich bin ungelogen einer der Besten in meinem Fach. Es gibt nicht viele Leute in Deutschland, die mir in meinem speziellen Fachgebiet das Wasser reichen können. So, und deswegen kann ich mich vor Klienten nicht rächen. Ich lehne natürlich aber auch extrem viele Dinge ab. Also wenn einer kommt und sagt, Mensch, du hast mich doch super vertreten vor Gericht, weil ich hier zu schnell unterwegs war. Ich hätte jetzt eine Scheidung, könntest du mich da vertreten? Da sagt er, nein, such dir einen Scheidungsanwalt. Das ist nicht mein Fachgebiet. Was machen die meisten anderen Anwälte? Die würden sagen, natürlich, da kann ich da auch 3000 Euro verdienen. Komm, mache ich auch noch deine Scheidung, obwohl er überhaupt keinen Plan hat. Und Trading genauso. Na? Und es ist sogar so, dass man, wenn man ganz ehrlich ist, am meisten Geld würde man verdienen, wenn man sich nicht nur auf ein Gebiet, sondern sogar noch auf ein spezielles Gebiet innerhalb eines Gebietes versteifen würde. Machen wir das mal am Thema Optionshandel fest. Wir bieten ja auch in unseren Coachings verschiedene Strategien an. Ne? Future-Optionen, Aktienoptionen und so weiter. Und tatsächlich, für mich ist es allerdings so, dass ich im Optionsbereich mittlerweile eigentlich nur noch zwei Strategien permanent handle. Das ist der Verkauf von Aktienoptionen
Und das ist der Verkauf von Future-Optionen nach dem Commercial Index System. Alle, die bei uns Coaching Stufe 2 sind, die kennen das. So, das ist das, was ich hauptsächlich mache zu 90% der Zeit. Dann kommt noch dazu, ab und an mal, wenn die Volatilität ein bisschen höher wird, dass man sagt, man macht so Vola-Trades, ne, im VXX und so weiter. Aber letztendlich sind das ganz, ganz kleine, seltene Spezialitäten. Aber die Masse meines Handels machen zwei Strategien aus. Ich habe aber immer wieder Teilnehmer im Coaching, die sagen, können wir nicht noch eine Strategie lernen? Können wir nicht noch eine Strategie lernen? Und wenn ich mich dann mit denen unterhalte, sage, warum willst du denn noch eine Strategie lernen? Trinken wir mal zwischendurch hier Espresso. Dann sagen die, naja, weil ich habe jetzt diese eine Strategie, die kann ich jetzt und jetzt habe ich ja Zeit, da könnte ich ja noch was anderes machen. Wo ich dann allerdings manchmal so denke, du glaubst, dass du Zeit hast, aber eigentlich könntest du hergehen und könntest dich in deinem speziellen Gebiet noch weiter verbessern. Also wer jetzt zum Beispiel sagt, er handelt Future-Optionen, mal als Beispiel, und macht nichts anderes und sagt, ich habe ja noch Zeit, weil ich habe meine Märkte gescannt, alles durch. Dann sage ich, ja, aber du könntest doch noch zum Beispiel sagen, hey, guck dir doch mal an, was unterscheiden denn die verschiedenen Futures voneinander? Wie sind die Futures aufgebaut? Ne? Wie handeln die Futures? Hat das oben Interest einen Einfluss? Hat das einen Einfluss? Hat das einen Einfluss? Das heißt, du könntest in dem einen Gebiet noch 1000 Dinge dazulernen. Du würdest zwar weiterhin nur Future-Optionen nach einem System handeln, aber du wärst ein absoluter Spezialist da drin. Du wüsstest Dinge, die ein anderer nicht weiß. Und das würde dir unter hundertprozentiger Garantie einen riesen Performance-Vorteil bringen. Oder wenn eben einer sagt, überlegt euch mal, jemand würde sagen, der handelt immer nur Iron Condors auf den S&P 500. Okay, das wäre so seine Strategie. Und jetzt gibt es einen, der hat jetzt einen Lehrgang gemacht, 4 Wochen, ist ja jetzt die Strategie nicht so wahnsinnig kompliziert, der hat 4 Wochen lang Lehrgang gemacht, weiß jetzt, wie Iron Condors auf den S&P 500 funktionieren und der andere sagt, ich mache jetzt schon seit 10 Jahren Iron Condors auf den S&P 500 und lerne immer noch was dazu, nämlich ich weiß, was den S&P bewegt, ich kenne mich in den einzelnen Sektoren aus, ich achte darauf, welche Sektoren gerade gefragt sind, welche weniger gefragt sind, weil das hat Auswirkungen auf die Volatilität und so weiter. Wer von den beiden wird ein besseres Ergebnis machen? Garantiert der, der sich noch intensiver und noch intensiver mit dem Thema beschäftigt. Der andere sagt dann, okay, ich kann's, es kommt was raus, jetzt mache ich wieder das Nächste. Der wird aber eben nie so richtig gut in einem Bereich. Ne? Und deswegen, es gibt ja auch schöne Parallelen im Sport. Wenn ihr euch mal anschaut, eine der Königsdisziplinen der Leichtathletik, muss man riesen Respekt haben, die ist natürlich der Zehnkampf. Ne? Ganz, ganz großartige Leistung, was die Jungs und Mädels, die das machen. Gibt es Frauen, die Zehnkampf machen? Weiß ich es gar nicht genau. Männer gibt es auf jeden Fall, die Zehnkampf machen. Also es ist eine ganz großartige Leistung. Aber wird jemand, der im Zehnkampf Weltmeister ist, wird er jemals nur in einer einzigen Disziplin der Beste auf der Welt sein? Wahrscheinlich nicht. Wenn du also der Beste in der Welt werden willst auf einem Gebiet, dann kannst du nicht noch 9 andere Dinge dazu machen. Dann musst du dich auf dieses eine Gebiet konzentrieren. Und beim Trading ist es eben ganz genauso. Und deswegen, ich merke es so an mir innerhalb der letzten Jahre, ich merke es an vielen Kollegen, an erfolgreichen Kollegen, dass die immer weniger machen, das aber konzentrierter. So wie der Anwalt. Nur ein Fachgebiet, dort kennt er sich aber aus, da kennt er alles, da machst du dem einfach nichts vor. Demzufolge weiß er, wie es funktioniert. Er hat Erfolg und dieser Erfolg schlägt sich letztendlich dann auch monetär nieder. Und bei uns ist es nichts anderes. Ne? So. Und deswegen mein Tipp für euch, und ihr könnt mir auch mal eure Meinung dazu schreiben, das interessiert mich natürlich, reduziert einfach die Anzahl eurer Strategien. Akzeptiert einfach, dass ihr nicht auf jeder Hochzeit mittanzen könnt. Akzeptiert, dass eure Strategie nicht in jeder Marktphase 100% perfekt funktioniert. Lernt aber, wie ihr mit diesen Strategien am besten umgeht, ne, in jeder Marktphase, was ihr dann machen könnt. Weil jemand, der gut ist in etwas, kann in jeder Situation an der Börse Geld verdienen. Der braucht dann nicht 20 verschiedene Strategien.
die er dann immer permanent anwendet, so in der Hoffnung, da irgendwo werde ich schon Geld verdienen. So, jetzt trinke ich dann tatsächlich meinen Kaffee, wünsche euch noch ein schönes Wochenende. Wir sehen uns dann nächste Woche wieder im Video. Ich wünsche euch alles Gute. Servus, macht's gut. Bye, bye.